Captain Blighty seinen Schatz irgendwo hier versenkt hat. Ich finanziere seit 10 Jahren jedes Jahr eine Tauchexpedition. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Speicher wie dieser sind ein praktischer und schmackhafter Weg für Haie, ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Plünderer sind für die Reinigung des Meeresbodens von essbaren und halbessbaren Abfällen unerlässlich. Der Kampf ist vorbei, aber der Krieg geht weiter. Waren Turtle Frolics in den USA beliebte Versammlungen, bei denen die Gäste Schildkröteneintopf aßen und die Einführung der Sklaverei zelebrierten. Angesichts der bevorstehenden Ressourcenknappheit und des sinkenden Lebensstandards ist es schön zu wissen, dass es bis dahin immer Salons gibt, wo man eine schöne Bambusmassage erhalten kann. Dieses heimtückische Raubtier ist scheinbar ständig auf Nahrungssuche und verfolgt seine Beute und nach. Wer weiß, vielleicht will dieser Hai hier nur seine Meerglassammlung erweitern. Vielleicht. Seinen abscheulichen Verbrechen davongekommen ist, wurde jetzt ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ja, ich habe Ihnen gesagt, ihr solltet die Promenade höher bauen. Sonst bettelt ihr ja nur um einen Haiangriff wie den letzten. Aber habt ihr auf mich gehört? Nein, überhaupt nicht. Nach seiner Niederlage gegen King Crush im Halbfinale der Monster Mania 2011 ist Big Finn aus dem Rampenlicht getreten, um ein einfacheres, natürlicheres Leben zu führen.
Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Eine gefährliche Armee gesetzloser, schießtüchtiger Sadisten alles erschießen, was sich bewegt. Allerdings, okay. Zwar nicht wissen, wie man einen Fischteich richtig erhält und versorgt, aber das ist ein Lernprozess. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. Ray,
Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Jäger haben enge Freunde oder Familienmitglieder, die von Haien gänzlich oder teilweise gefressen wurden. Benjamin Franklin war erstaunt, wie schnell er im Anschluss an seine unzähligen Vergnügungsreisen nach Paris über den Golfstrom nach Amerika zurückkehren konnte. Bevorstehenden Ressourcenknappheit und des sinkenden Lebensstandards ist es schön zu wissen, dass es bis dahin immer Salons gibt, wo man eine schöne Bambusmassage erhalten kann.
kräftige Zeitbombe. Mama Maybell. Circa 3,33 Millionen Liter von nordamerikanischen Ölbohranlagen ins Meer und verseuchen die marine Umwelt. Den Bewohner von profitablen Energiekonzernen verstehen. Die Idee, dass die Pflichten der Öffentlichkeit gehörten, stammt vom römischen Kaiser Justinian. Aber nur weil er sich nicht mit den unendlich weisen Lobbyisten der Association of Resource Developers beraten konnte. Der große Fisch zeigt sich unbeeindruckt und stellt sich kühn dem Kampf um den Ort Clovis. Herkömmliche Methoden sind gescheitert. Daher senden die Behörden eine bunte Gruppe von nicht ausgebildeten Personen ohne Lizenz aus, um ihre Arbeit zu erledigen. Come on!
Raubtier hat der Hai Jahrtausende überlebt. Nicht durch Intelligenz, sondern durch hemmungslose Bedrohung und Grausamkeit. Die meisten Haifischjäger haben enge Freunde oder Familienmitglieder, die von Haien gänzlich oder teilweise gefressen wurden. Metcalf.